Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Mit ganzen 48% habt ihr euch letzte Woche Samstag für den lieben Gregory Goyle entschieden und lieb war gerade ironisch gemeint, denn er ist ein Riesenarschloch. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen und habe insgesamt 10 Fakten über ihn herausgefunden, die ich dir jetzt gerne präsentieren würde. Viel Spaß dabei! Und wie immer eigentlich starten wir auch heute wieder mit Fakt Nummer 1. Geboren wurde Gregory Goyle zwischen dem 1. September 1979 und dem 31. August 1980 in Großbritannien als Sohn einer reinblütigen Zaubererfamilie, was ihn selbst logischerweise auch zu einem Reinblut macht. Fakt Nummer 2: Sein Vater, der nur als Mr. Goyle bekannt ist, war ein Todesser während des Ersten Zaubererkriegs und treuer Anhänger von Lord Voldemort. Nachdem dieser zum ersten Mal von der Bildfläche verschwand, unternahm Mr. Goyle keinen Versuch, seinen Meister zu finden. Außerdem behauptete er, er hätte nur unter dem Imperius-Fluch gestanden und deshalb Voldemort gedient. Fakt Nummer 3: Gregory Goyle kannte Draco Malfoy und Vincent Crabbe schon vor ihrer eigenen Schulzeit, da ihre Eltern alle Todesser waren und sich die drei dadurch schon vorher kennenlernen und anfreunden konnten. Fakt Nummer 4: Im Gegensatz zu seinem Freund Vincent Crabbe, mit dem er häufig verglichen wird, war Goyle der weniger intelligente und mächtige von beiden. Dies kompensierte er aber durch seine Größe und Körpermasse. Fakt Nummer 5: Gregory Goyle wurde ab seinem 5. Schuljahr Teil seiner Quidditch-Hausmannschaft und übernahm dort die Rolle des Treibers. Jedoch nicht wegen seines Talents, sondern nur aufgrund seiner Körpermasse. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Er war im selben Jahrgang wie Harry Potter und wurde ins Haus Slytherin eingeteilt. Fakt Nummer 7: Sein Schauspieler Josh Hartnett ist einer von insgesamt 14 Schauspielern, die in allen 8 Harry Potter Filmen zu sehen waren. Fakt Nummer 8: Wie vorhin bereits erwähnt, wird Goyle in den Büchern als weniger intelligent dargestellt, im Vergleich zu Crabbe. In den Filmen war dies jedoch genau andersherum. Fakt Nummer 9: In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban war Goyle während der Szene in Hogsmeade abwesend, da der Schauspieler aufgrund einer Verletzung nicht anwesend sein konnte. Aus diesem Grund wurde er dort durch den Charakter Pike ersetzt. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 10: In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Part 2 nimmt Goyle den Platz von Crabbe ein, da dessen Schauspieler Jamie Rowlett aufgrund von Drogendelikten aus dem Drehbuch entfernt wurde. Ja, das war mein Faktenvideo über Gregory Goyle. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen, darüber würde ich mich riesig freuen. Und solltet ihr dann noch etwas Zeit übrig haben, könnt ihr natürlich auch links und rechts die beiden weiteren Videos abchecken, das würde mich noch mehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!